Pip. So, gib. So, na dann, ab ins Lager. Und ja, dann können wir mal gucken, dass wir noch eine Runde pennen gehen. Wie wäre denn eigentlich hier so ein Aufgang? Das könnte man doch auch noch irgendwie machen. So theoretisch. Muss ich mal gucken, wo man denn da rauskommt. Ich höre schon wieder ein Skelett. Ich habe hier irgendwo Leute eingemauert bei mir. Tut mir leid, Freunde, dass ich euch eingemauert habe, aber naja. Ihr wart zur falschen Zeit am falschen Ort, würde ich da mal behaupten. Halt! Wir haben Tropenholz mitgebracht, das da reingehört. Truppe. Und noch ein paar Setzlinge. Hier gehört gar nichts davon rein, die gehören alle hier rein. So, schon wieder ein Stack voll mit Eiche. So, wir lassen jetzt mal unsere Gute lassen wir mal hier und unser Gutes lassen wir auch mal hier. Dann nehmen wir hier die... Obwohl, wir könnten eigentlich mal ein goldenes nehmen, weißt du? Tada! So, ich habe immer noch die Ho einstecken. Meine Güte. Ich fange an zu schlampern. Darf ja wohl nicht wahr sein. So. Es kann natürlich passieren, dass wir jetzt dann, wenn wir unsere Bücherei weitermachen, dass wir erstmal noch ein paar Ressourcen farmen müssen. Oh ja. Weil ich glaube nicht, dass wir genug dabei haben. Also noch nicht genug hiervon gesammelt. Obwohl. Ja, ein bisschen was haben wir ja schon. Hatten wir nicht jede Menge Granit? Kann mich auch täuschen. Wie ich es denn so oft mache. Ja, so, gut, dann geht's wieder für uns nach oben. Wir hauen uns eine Runde in die Pofe und dann schauen wir erstmal, wie es nach oben geht. Ob das von der anderen Position vielleicht ein bisschen sinniger wäre. So, und gute Nacht. Guten Morgen. Ab nach oben. So, ich glaube, das hier ist der sinnigste Weg, hä? Ja, ich hatte mir ja auch mal was für die Mauer überlegt, aber das mache ich irgendwann später einmal. Halt, ich bin noch ein Drops. Ich wollte ja gucken, wie es ist, wenn ich hier nach oben gehe. Ich glaube, ich mache das... Ach, Mist. So. Ich glaube, ich mache das erstmal hier so Stück für Stück. Nur mal zum Gucken. Weil da muss ich nicht ganz so viel zustopfen, wenn es denn doof ist. Ich hoffe, dass nicht gleich die Lava hier irgendwo durchkommt. Hallo Welt. Oh oh. Jeden Schlag so ein bisschen Angst. Oh. Das geht schon mal nicht. Gut, warte. Dann nehmen wir Koppel. Das funktioniert so schon mal nicht. Schade. Dann müssen wir uns doch einen anderen Weg ausdenken. Wie wir da am besten hochkommen. Oh, na egal. Wegen einem Freiraum. Da kann ich spawnen. Bin ich schon da? Nee, noch nicht ganz. Kies. Was ist das denn? Eine Spinne? Ich glaube, ich spinne. So, Sekündchen, da kümmere ich mich mal ganz fix drum. Lalalalalala. Spinne, Spinne, die Spinnen. Wo ist er denn? Hallo. Na komm her. So ein Goldschwert ist aber nicht besonders effektiv, würde ich mal sagen.
So, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir hier erstmal, dass hier die Lava mal eingekesselt bleibt. Machen wir das so. Genau. Ich habe da nämlich noch so einen Gedanken. Mal gucken, ob der was wird. Und zwar, wir können den ja ruhig noch hier so zwei, drei Schichten weiter runtersetzen. Wobei ich das jetzt nicht alles auf einmal machen werde. Ich werde das jetzt nur mal ganz kurz andeuten. Weil da wird ja unsere Spitzhacke dementsprechend abgenutzt. Und ich glaube nicht, dass unsere Level dann schon genügen, um eine neue zu machen. Und ja, wenn ich es dann angedeutet habe, dann wisst ihr vielleicht, worauf ich hinaus möchte. Ja, so kann man das lassen. Ja, ihr werdet sehen, hoffe ich. Auf jeden Fall kann es nicht schaden, wenn ich das dann in die bauliche Phase umleite, wenn ich alles, was irgendwie gut, teuer und wichtig ist, ablege. Und ein Eimer Wasser mitnehme. Und natürlich dann die Baumaterialien, die dementsprechenden. Weg, weg, weg. Haha, siehst du? Hätte ich hier beinahe Mumpitz gebaut. Hätte ich nämlich nicht gesehen, dass da Lava drunter ist und dann. So. Aha. So, hier muss ich natürlich dementsprechend auch ein klein wenig angleichen. Das heißt, auf dem Level hier kommt erstmal alles weg. Auch du. So. Der muss bleiben. Nee. Doch. Nee. Der muss auch nicht bleiben. So, das muss aber bleiben. So rum. Weil diese Schaufel ist einfach der Wahnsinn. So, das muss hier so. Genau, das bleibt alles. Alter, mit der müssten wir echt mal ins Lehmbiom gehen, um ein wenig am roten Sand zu farmen. Beziehungsweise könnten wir auch normalen Sand mit der richtig schnell farmen. So, wenn ein bisschen Erde verschütt geht, mein Gott, ist halb so schlimm. Wir haben ja unten kistenweise. Oh. Dum, 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 dum. So, ich denke mal, bevor der Tag zur Neige geht, sind wir hier durch. Und guck mal, das hat doch was. Und ich werde nur die Fläche ein bisschen absenken. Die da drüben, die Fläche, die wird eigentlich soweit bleiben. Da wird sich nicht besonders viel verändern. Höchstens, dass wir ein bisschen mehr Fläche machen. Aber ansonsten habe ich da schon so einen kleinen Plan. Genauso wie ich für hier natürlich einen Plan habe. So wie ich für die komplette Schwarze Bergfestung immer einen Plan hatte und haben werde, hoffe ich. Aber ich vergesse ja relativ viel und relativ oft mal was. Vor allem, wenn ich immer irgendwas ansage, ja, da machen wir dies und da machen wir das. Zack, bin ich 2 Monate weg und ich weiß nichts mehr. Ich sollte mir vielleicht dann Schilder schreiben. Ich meine, wenn ihr das hier seht, dann bin ich schon lange weg. Da habe ich es bestimmt schon lange vergessen. Und nur ich weiß, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn für euch jetzt jetzt ist und nicht erst für mich jetzt in der Zukunft ist, ob ich Schilder gesetzt habe. So, huiuiui. Also wenn wir da noch ein paar Stockwerke, na was heißt Stockwerke nicht, so 2, 3 Schichten abnehmen wollen, dann müssen wir da schon ganz schön nochmal lochen, ne? Vor allem da haben wir Kohle, das gibt wieder Level, freue ich mich. Okay, nicht jede Kohle gibt ein Level, ich vergaß.
So, vor allem müssen wir dann mal von unten gucken, was überhaupt noch möglich ist. Mal ein bisschen ist noch. So, der schnelle Part von beiden. Die Erde. So, und so langsam erkennt man uns am Berg echt nicht wieder. Also so wie er vor Urzeiten einmal war. Ich habe mir neulich mal ein Video angesehen von jemandem, der ganz viele Minecraft-Burgen gebaut hat. Und da habe ich mir gedacht, Alter, irgendwie könntest du auch mal eine Burg in dem Style bauen. Passt leider Gottes überhaupt gar nicht zum Design der Schwarzen Bergfeste. Deshalb wird es dann quasi unser Zweitwohnsitz irgendwo anders werden. Nein, ich tue euch das nicht zweimal an, keine Angst. Ich tue euch das nicht zweimal an. Ich überlege gerade, weißt du, da guckst du hier, sagen wir mal, wir nehmen jetzt einfach mal irgendeine Zahl. Ob es stimmt oder nicht, ist ja dahingestellt. Du brauchst 1000 Folgen für ein Gebäude. Jeder freut sich, way, es ist vorbei, er hat das doofe Gebäude quasi fertig. Jetzt beginnt endlich irgendwas anderes. Und was machst du? Du startest an einer anderen Stelle nochmal so ein ähnliches Gebäude. Das wäre mies, wäre das. So, da ist alles weg, der kann auch weg. Der kam weg. So. Huch. Okay, machen wir Kies rein. So. Und der kann auch weg. Genauso wie der. Und der, so. Nun. Haha. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Na, das ist doof. Das könnte schon eher gehen. Ja, wir werden auf jeden Fall Steinziegel brauchen, Freunde. Der Tag neigt sich dem Ende zu und wir neigen uns dem Bette zu. Beziehungsweise erstmal dem Lager und dann dem Bett. Und dann können wir gucken, wie wir das denn mit unserer wunderschönen Bibliothek machen. Zuallererst müssten wir, glaube ich, viele Kühe produzieren und schlachten für genügend Leder, für genügend Bücherregale, für genügend Designelemente. Ich glaube dann auch, die Bibliothek wird dann das erste vollständige Gebäude werden. Quasi so mit Inneneinrichtung und bla blub, hast du nicht gesehen. So, also Erde sind wir jetzt dann am Anschlag. Schnell die Silent Hill Sirene. Obwohl, wir könnten hier dann mal schnell 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das können wir mal machen. Hier schaut es ja eh... Ach, brennt gar nicht. Was ist denn da los? Wieso tut da nichts? Wieso steht hier die Produktion? Sag mal. Das ist Schnee... Flint und Kies. Kies. So, jetzt haben wir fast eine ganze Kiste voll mit Kies. Da können wir... Wir könnten eigentlich den Weg bauen. Habe ich nicht das letzte Mal gesagt, wir bauen den Weg? Okay, dann, Freunde, bauen wir den Weg. Davor gehe ich aber nochmal eine Runde pennen und dann schauen wir uns erstmal an, wo der Weg eigentlich lang geht. Und, ach Mist, ich wollte jetzt was trinken, habe aber gar nichts. Gute Nacht. So, guten Morgen. Also, zu unserem Wege, der da führen wird, hinfort von der Schwarzen Bergfestung hinüber zum Dorf, dessen Name ihr geben werdet. Hoffe ich doch mal, schätze ich mal. Bin ich mal gespannt. Oh, guten Tag. Au, ich brenne. Lass mich. Was ist denn da? Du bist schuld. Nom, 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 nom. Drum waren die Hühner so aufgeregt, hä? Oh nein. Creeper im Kuhstall. Ich hätte gleich mal Weizen mitnehmen können zur Vermehrung, aber egal.
So, heraus geht es. Hier hinten.